Moin Leute, ich grüße euch zurück zu einem neuen Part unseres Let's Plays Ratchet & Clank 2. Ja, ich habe immer noch Schädel, mein Hals ist immer noch irgendwie kaputt. Wir machen trotzdem noch ein bisschen weiter. Kopfschmerzen sind heute noch nicht so schlimm. Naja, was heißt nicht schlimm? Immer noch schlimm genug. Hier ist unser Schiffchen. Ah, wie kommt denn das jetzt auf einmal hierher und wer bist du? Hallo, Sir. Hey, das ist mein Schiff. Bis jetzt ist eine Illusion. Gehören nicht alle Dinge dem Kosmos? Nein, das gehört eindeutig mir. Das Schiff hat keinen guten Energiefluss. Nur die Kraft der Kristalle kann es heilen. Kristalle, Sir? Kristalle, wie sie in der Wüste dort vorkommen. Naja, mir fällt auch nichts Besseres ein. Holen wir ein paar Kristalle. Ja, 10 Kristalle brauchen wir. Genau, und das sind auch die Kristalle, die wir dann für Squinton später noch brauchen. Oh, apropos Grinden. Da drüben sehe ich schon mal so ein Kristall. Aber wie kommt man da jetzt hin? Hier gibt es auch Platin Bolts, glaube ich. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie viele. Müssen wir mal schauen. Ich würde nämlich die ganz gerne einsammeln, bevor ich dann hier so ein Farming-Dingens starte. Logischerweise. Wow. Okay, let's go. Okay, ich habe so das Gefühl, diese Schrotflinte ist für diese Art Gegner nicht so gut geeignet. Ah. Oha, wo komme ich denn jetzt hier hin? Okay, cool. Achso, okay, jetzt brauche ich hier den Thermo-Gedingsels. Okay, Terminator, genau, so heißt das Ding. Ja, ich bekomme Schaden. Das Ding hindert, dass ich hier weitermachen kann? Okay, cool. Cool. Dass die dann sich dabei nicht einfrieren und so. Keine Ahnung. So halt, ne? Gut, dass ich das hier noch kenne. Baust dich hier einfach eine Treppe. Ist schon von der Mechanik her schon echt cool. So, sammeln wir hier ein paar Gegnerchen. Oh, Cash. Gib mir Money. Ah ja, meine Stimme. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe mir irgendwas weggeholt. Oder habe ich in den letzten Tagen zu viel geredet? Oh, kann natürlich sein. Aber auf der anderen Seite, warum belastet mich das jetzt? Dass ich mit 2x3 das hier gut regeln kann. Oh, cool. Der Wasserfall einfach komplett auch aus Eis. Und so. Na komm, jetzt. Ja, Eisphysik, Leute. Wer kennt sie nicht? Wer liebt sie? Wer liebt sie nicht? Und so weiter und so fort. So, was haben wir hier? So. Okay. Oh. Ich hätte vielleicht eher springen sollen. Okay, cool. Okay, nice. So, wo kommen wir? Oh. Ein Gleiter? Ein Gleiter? Wie cool. Let's go. Aber ich glaube, der war auch ein bisschen nervig zu steuern. Wie war das? Man musste, glaube ich, aufpassen, dass man nicht mal einen Millimeter an so eine Hitbox rankommt. Dann stürzen wir sofort ab. War das nicht so? Oh je. Oh hey, wir haben
neues Tool bekommen, einen Gleiter. Da ist gerade einfach was gestorben. Oh, yes. Das ist cool. Gleiter und ein Platinbolt. Let's go. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja gut, dann hat sich das jetzt auch erledigt. Sehr schön. Decken wir uns mal mit neuer Munition aus. Lava-Pistole kaufen? Ich wüsste gern, ob mir die Waffen eigentlich auch irgendwann reduziert bekommen. Ich meine, das ist ja auch nicht unmöglich. Hinten ist noch irgendwas. Oder ist es sogar das? Oh nein. Nein, 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 nein. Das hat eine ganz andere Bedeutung. Gucken wir uns das mal an. So. Ah, guck mal, da. Okay. Ah. Interessant. So, das war Nummer 1. Und das ist auch eine Währung quasi. Ah, wir haben noch keine Magnetstiefel, ne? Ah, man kann sich nicht hochschießen. Okay. Ja. Wie gesagt, das hier dürfte eigentlich auch eine sehr gute Geldquelle sein. Was ich dann sicherlich auch gut zum Offscreen-Farmen nutzen könnte. Ich muss die ganzen Gegner hier auch hin und wieder ein bisschen was liegen lassen. Aber dann macht es eigentlich Sinn, wenn ich den Kartomaten habe. Weil ich glaube, mit dem Kartomat konnte man die Position von den Dingern sehen. Dann eiere ich hier nicht komplett sinnlos durch die Gegend. Ich glaube sogar, dass es ein bisschen eingeschränkt ist, wo wir so alles hin können. Obwohl, wenn ich mir das so anschaue. Wir haben derzeit 3. Oh! Na hallo! Zyklopen. Keine Ahnung, Vieh. Autschen. Oh, okay. Ach, die hinterlassen auch diese Kristalle. Okay, cool. Ja. Auf dieses Grinden freue ich mich tatsächlich schon. Aber ich denke mal, ja. Hier werde ich das meiste denn doch eher offscreen machen. Ich werde jetzt hier diese 10 Kristalle sammeln. Wollte ich nicht sterben. Aber ich glaube, das speichert sich sowieso mit. Nano-Check Level Up. Yes. Cool. Na, bedenkt, das war alles mal ein Regenwald. Das war mal. Oh, gleich 2? Plus den? Okay, cool, cool, cool. Cool. Das lohnt sich dann richtig. Wow, wo fliegen die Dinger denn hin? Ah. Ja gut. Oh wow. Einfach One-Shot das Vieh. Naja gut, das Vieh hat ja auch schon gut Schaden. Boom. Cool, cool. 9 Stück haben wir schon. Das ist sehr gut. Guck mal, da drüben. Oh, ist die Frage, können wir instant mehr sammeln? Wäre schon cool. Oder werden wir vorher mit einer Zwischensequenz getriggert, was natürlich sein kann. Ich denke, dann macht das Sinn, dass ich erstmal nur den einzelnen hier hole. So viel Kohle, wie ich das so hinterlassen, ist schon echt gut. Also ja, hier kann man sicherlich gut grinden. Aber ich glaube, es gab sogar noch eine Stelle, wo es noch mehr geht. Ah, okay, wir können sogar gleich instant mehr machen.
Okay, wir sehen hier so zwei Fleckchen. Da würde ich vielleicht doch noch als erstes so hingehen. Weil ich glaube, dass es da die Platin Bowls gibt. Die würde ich ganz gerne abchecken, mal ganz kurz. Sollte es nämlich der Fall sein, könnte man... Also wenn ich meine Grinding Session mache, könnte ich das wenigstens gleich mal super abschließen. Also, ja, mein Kopf macht wieder Dinge. Oh mein Gott. Also ich meine, wenn wir jetzt die ganzen Platin Bowls, also alle Platin Bowls, war doch Platin, ne? Ja. Wenn ich die jetzt schon alle abfrühstücke, dann wäre ich komplett ungehindert beim Farmen. Muss ich nicht irgendwie aufpassen? Ja, ich denke, die Idee ist gar nicht mal so schlecht. Weil ich hoffe, dass wir auch dann sofort also überall hinkommen. So, wir haben jetzt schon mal zwei im Überschuss. Dann können wir auch gleich mal sehen, wie viel denn tatsächlich dabei rauskommt. Komm, ich hole mir noch die hier. Komischen Wespen oder Bienen, Mücken. Ich weiß gar nicht, wie die tatsächlich so heißen, ne? So, hier ist anscheinend nur eine Oase, mehr aber nicht. Boah, Alter, ey. Wow, okay, okay. Zum Verdampfer. Okay, jetzt wird's hier echt ein bisschen sehr brutal. Okay, ja. Aber schade, hier gab es jetzt kein Platin Bolt. Huh. Schade. Platin. Folgerpistolen, sehr gut. Ah, ich hatte schon definiert, dass es da ist. Aber okay, dann gucken wir uns doch das da unten an. Das ist ein bisschen weiter nach links von mir. Da so lang. Okay. Super. Cool. So, dann gucken wir uns mal den Verdampfer an. Zwei Schuss weg. Cool. Das macht es dann definitiv wieder leichter, hier so durchzukommen. Weil die Waffe ist schon echt gut. Die ist schon wirklich gut. So, zwei Schuss bei dem Großen? Sage ich nicht nein zu. So, das hier müssen wir auch weiter leveln. Allerdings mit zwei Schuss komme ich nicht weit. Ah. Cool. Ja, das läuft doch. Ich meine, ja, wir haben hier immer wieder Munitionskisten. Das finde ich ganz gut. Mini-Gefechtstürmchen. Oh, das ist auch großartig. Die würde ich auch ganz gut noch leveln. Erfolgerpistolen, ja. Okay, okay, okay. Autschen. Ah, hier muss man ein bisschen aufpassen. Oh! So viel dazu. Krieg ich noch ein paar? Sehr gut. Das hier. Sehr gut. Alles nutzen. Was geht. Um irgendwie meine Waffen zu leveln.
Achtung, wie viel habe ich denn da jetzt noch? Das ist schon noch ein gutes Stück. Ich habe jetzt 25 von diesen Kristallen. Ah, das da vorne. Okay, aber es sieht nicht so aus, als ob da... Ich höre diese Mücken schon wieder. Oh, schlimm. Oh oh. Oh oh. Okay. Okay, ich habe also keine Ahnung, wo hier diese Boats sind. Na gut. Aber das hält mich ja trotzdem vom möglichen Grinding nicht unbedingt auf. Aber ja, ich denke, das macht Sinn, wenn ich den Kartomaten irgendwann habe. Wow. Ey, das ist so übel. Ich meine, es ist ja noch nicht mal schlimm, wenn wir hier tatsächlich sterben sollten. Weil die Erfahrungspunkte, die leveln sich ja trotzdem noch mit. Da wird ja nichts zurückgesetzt. Das ist halt das Gute daran. Oh, Jesus! So, das habe ich noch mitgenommen. So, meinetwegen kann ich jetzt sterben. Hier geht es irgendwie abwärts. Das ist natürlich auch nicht so toll dann. Munition, Verfolgerpistole. Okay. Ja, wir haben jetzt die große Runde gemacht. Ich glaube, hier alleine drin. Alleine drin. Volles Deutsch. Sollte man eigentlich die 10 Kristalle sammeln, wir so brauchen. Ich möchte schon gerne jetzt die andere Waffe einsetzen. Da bin ich ganz... Okay, hat sich erledigt. Genau, dann sind die auch hier. Passt schon. Let's go. Liefern wir mal ab. Ja, die Kristalle sprechen mit vereinter Stimme zu mir. War echt beeindruckend. Bringt mir mehr Kristalle und ich gebe euch harte Bulls. Hä? Du kannst Unmengen von Bulls verdienen, wenn du die Wüste erkundest und Kristalle findest. Ja, 1000 pro Kristall. Das klingt erstmal nach nicht viel. Aber ich glaube, man hat hier so bis zu 100... Plus, minus? Genau, 72 sind noch. Naja, gut, 72.000? Boah, gut, ne? Ja, es ist nicht viel. Es ist wirklich nicht viel. Lass uns mal weiter. Aber mich würde noch interessieren, was das da ist. Muss doch hier irgendwie eine Bedeutung haben. Oder ist es doch dieses komische Dingens, was da hinten oben ist? Aber das macht dann gar keinen Sinn. Dann wäre die Markierung hier. Sehr, sehr mysteriös. Deswegen müsste... Ach, da! Verkäufer aktivieren. Wir können auch hier die Dinger verbessern. Alles klar, ich verstehe. Ich verstehe. Okay, okay, okay. Gut. Gut, gut, gut. Ja gut, wenn es nur das ist, mache ich mir jetzt keine Gedanken. Ich würde sagen, wir düsen mal noch schnell weiter auf den nächsten Planeten. Alle sammeln. Ja, das bringt gute Kohle. Wenn auch erstmal noch nicht viel.
Gut, dann geht's rüber nach Testanlage auf Planeten Dobbo. So, ich wollte gucken, wie viele... Ja, es gibt ganze zwei Platinum Bowls. Oh gosh. Oh gosh. Hier gibt's auch noch ein Platinum Bowl irgendwo. Huh. Ja, ich freue mich schon, irgendwann wegzutracken mit euch. Das wird wild. Hey, sieh mal, ob gerade was Gutes läuft. Schon wieder. Willkommen bei Moderne Helden. Captain Quark erlebte einen weiteren Rückschlag, als ihn das galaktische Gericht dazu verurteilte, über 6 Milliarden Bowls Schmerzensgeld an Opfer zu bezahlen, die am Körperhygienator-Syndrom leiden. 2 Tage später wurde Quark verhaftet, als er nach Pokitaro fliehen wollte. Der einstige Held, damals Top, heute Flop, erwartete nun seinen Prozess. Doch am nächsten Tag war er geflohen. Er hatte sich in die Freiheit gespielt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht's weiter mit Moderne Helden. Mit ihm ging es ja richtig bergab, was? Auch Pokitaro kennen wir, da hatten wir den Düsenpack-Upgrade bekommen. Okay. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Hier gibt's gutes Geld. Oh mein Gott. Oh, wait. Ist das ein anderer Verkäufer? Ein orangener Verkäufer? Oder gelb? Panzerung! 25. Wow, das ist teuer. Aber ich glaube, das passt so auf die Menge, fast auf die Menge, die ich gegrindet habe, ne? Okay, dann gönne ich mir die harte Arbeit. Tetrafieber! Okay, let's go! Okay, jetzt ist meine Ausrüstung blau. Cool! Nice! Nicey nice! Okay, was haben wir hier drin? Anlage betreten. Oh. Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Ich danke wieder fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.